Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour Road to Augusta, Road to the Majors. Und wir haben den Patch 3.0 eingespielt und hier den neuen Platz Oak Hill Country Club. Und haben die Front 9 gespielt, jetzt sind wir auf der 10 und spielen die Back 9. So, wir legen gleich los. Liegen im Moment bei unserer Einspielrunde wohlgemerkt 2 unter und haben noch kein Bogey gespielt. Und ihr wisst ja, das soll auch so bleiben. Wir sehen hier vorne den kleinen Creek, der übrigens hier auch auf der rechten Seite ist und sich durch den ganzen Platz hier schlängelt, beziehungsweise hier auf den zweiten 9 auch viel mehr ins Spiel kommt, glaube ich, als auf den ersten 9. Wir sehen, dass hier das Fairway vom Bunker nach rechts runterfällt, abfällt. Das heißt, wenn wir den hier reinspielen können, dann kriegt er hoffentlich noch einen kleinen Kick und es geht auch deutlich nach unten. Das werden wir ein bisschen unterstützen mit einem Draw. Und dann wünsche ich uns wie immer ein schönes Spiel für die Back 9 Oak Hill Country Club. So, das passt soweit. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm, hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. So, Iona, this is second from the fairway. 136 is the number. Pin in the back right portion of the screen. Okay. Ups, falsch. Ein Pitching Wedge. Vorhin waren wir deutlich zu kurz damit, ne? Das war wegen komisch. Zack, zack. Wenn wir jetzt mit dem Neuner und wir gehen auf Finesse, dann bleibt er hoffentlich gleich liegen. So, dann probieren wir es so. Ja, ist eigentlich hier ein relativ ebenes Grün. Dürfte uns bei dem Putt nicht vor allzu große Herausforderungen stellen. Ja, aber der ist auch deutlich zu kurz. Aber rollt ja noch schön zum Stock hin. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. 10-foot putt left. So, kleines bisschen geht's den Berg hoch. Wir haben ein leichtes Break. Sollte eigentlich nicht so viel sein. Aber schon ein bisschen mehr als rechte Lochkante. Yes, a good look at that one. All the way in. It's a birdie. But push that score to 3 under for the round. So, da sehe ich doch mal einen guten Start in die Back 9. 245 Yard 11. It is said that 2000 tons of sand were used during renovation of Oak Hill. Plenty of it wound up right here as large bunkers protect the green that's been raised nearly a foot from its prior location. Ja, jetzt wurde es hier von den Reportern angesprochen, die Restaurierung dieses Platzes, dass da sehr, sehr viel Sand auch wieder aufgeschüttet wurde bzw. verwendet wurde. Also hier wurden wohl deutlich mehr Bunker auch wieder installiert, als es wohl vorher, ja, die letzten Jahre wohl so war. Okay, Paar 3. Er will, dass ich da mit einem Holz hinschlage, das will ich eigentlich nicht. Wir müssen schauen, dass wir... Oh, ach so, okay. Ja, mit dem Hybrid und dann leicht reindrohen. Das wäre eigentlich so ein bisschen meine Idee. Okay. Ja, der Wind trägt den rüber. Wir werden etwas höher anspielen, damit er auch zum Liegen kommt. Weil die große False Front sehe ich da nicht. Ja, bisschen noch rüber nach links. Und dann versuchen wir es mit dem Hybrid. Okay, er nimmt doch ein bisschen früh die Kurve an, aber er kommt auch straight drauf. So, jetzt wird er aber, bleibt er liegen. Ah, okay, First Cut ist soweit okay. Da kommt man wesentlich sauber an den Ball ran beim Pitch. Und wir sehen, dass es leicht bergab geht. So, 21, wir gehen mal auf 14.
Vorne hat es aber eine kleine Welle bergab. Also gut, dann gehen wir auf 12. Ein bisschen von rechts nach links. Okay, ein bisschen viel oder nicht oder wie oder wer? Also wir haben ihm auf jeden Fall die Chance gegeben zu fallen. 15 Fuß. Ja, eigentlich sieht man so gut wie kein Break. Dennoch machen wir ein bisschen linke Lochkante, aber es geht berghoch, ne? 2 Inches. Ja, eigentlich so gut wie gar kein Break. Sehr schön, das ist gut. Ja, das ist jetzt so ein Punkt, wo hier definitiv kein Platz ist, also zumindest kein False Front oder ähnliches, sondern hier muss man dann tatsächlich wirklich direkt Carry aufs Grün, aufs erhöhte Grün schlagen. So, hier bietet sich natürlich jetzt wieder die linke Seite an und dann aber ein Fade. Ein Fade, Herr Kollege. Ja, müsste sich ausgehen, ne? So. 261 Yards und wir kriegen den auf 282 total. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir noch haben für einen Schläger. Oh, ein 54er Wedge. Es geht berghoch 17. Es geht dann zur Fahne ein bisschen runter. Wir könnten natürlich mal versuchen, mal schauen, ob was passiert, mit dem 50er Spin drauf zu kriegen. Würde mich jetzt einfach mal interessieren. So, ich überlege jetzt gerade, wenn wir den noch ein kleines bisschen hoch anspielen. Ah ja, das ist ja interessant. Jetzt sieht man auch, wenn man hier auf High geht, dann wird er kürzer. Und wenn man auf Low geht, nicht, ne? Doch, nein. Okay. So. Ja, bin ich mal gespannt, aber 17 Fuß. Auf der anderen Seite spielen wir den einfach hinten rein. Und er geht, okay. Direkt über den Stock hinten rein. Ja, ist sogar zu kurz, ne? Und er wird trotzdem spinnen. Ja, nur ein bisschen. Okay. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. Ja, weil wenn ich richtig sehe, sind wir auf demselben Plateau. So, leicht bergauf. 4 Inches. Gehen wir hier hin. Break von links nach rechts. Am Anfang ein bisschen stärker. Da sind wir auch ein bisschen schneller unterwegs. Okay. Okay. Ah, yes. Well done. It's birdie. The move to 4 under now on the day. Now to the 13th, the second par 5 on the course. This one known as the Hill of Fame. This is another of the holes that has been redesigned in recent years and features a brand new green that's faithful to designer Donald Ross's original vision. A plaque dedicated to him on the course features his quote, "Golf should be a pleasure, not a penance." And indeed, a couple of pleasing shots here would lead to a birdie.
So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Besonderheit, wenn ich das richtig weiß, nämlich aus den Videos, wo ich euch ja auch den Link dazu in die Videobeschreibung schreibe oder ich hinterlege. Diese YouTube-Videos, wo es auch darum geht, dass dieser Platz ja seit einigen Jahren restauriert wird, das heißt wieder so hergestellt oder viele Bahnen wieder so hergestellt waren, wie sie mal ursprünglich geplant oder waren. Und das Besondere hier ist, wir sind an der 13 und wenn ich das richtig verstanden habe und ich sehe es eigentlich auch so, dann führt diese Bahn bereits wieder zurück zum Clubhaus. Und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, weil man ja normalerweise immer mit der 9 oder der 18 wieder zurückkommt zum Clubhaus. Und hier sind wir schon wieder mit der 13 zurück. Gut, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Es ist aber ein paar 5 und deswegen können wir hier an aller Ruhe den Ball eigentlich ablegen. Und wir haben eigentlich auch keine großen Gefahren, außer eben nicht zu lang zu sein. Wir müssen nur einfach hier sauber ins Fairway kommen. Den Ball ablegen, 24 Yards geht es aber runter, das heißt, er wird ein bisschen runterfallen und dürfte eigentlich nicht viel rollen. Ja, der Wind treibt ihn auch nicht und dann haben wir natürlich einen Transportschlag. Also, das müsste eigentlich passen mit dem Holz. Weil ansonsten muss man hier zum Beispiel wirklich mit dem Power Drive arbeiten, dass man dann hier gleich über das Wasser rüberkommt. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Aber wie gesagt, da wir sowieso eine 3-Schlag-Strategie haben, müssen wir uns eigentlich auch nicht hier jetzt wirklich Gedanken machen. Auch hier gilt Holz 3, es geht aber ein bisschen hoch und wir müssten eigentlich hier über diesen Bunker. Nur damit wir dann eigentlich 70 Yards vorm Grün liegen. Das muss es eigentlich auch nicht sein. Deswegen spielen wir den hier mit dem Eisen hier rein, in der Vermutung, dass er dann so ein bisschen nach links rüberrollt. Ja, dann dürften wir auch eigentlich keine Probleme haben. Und dann haben wir halt vermutlich 120, 130 Yards. Und was zeigt er an? 123 Yards. So, 11 Yards. In terms of club selection and setup over the ball. We're going to have to take at least an extra club to make up for that added elevation. And also it's tougher to get onto that front foot. So, es geht 12 Yards, 12 Fuß nach oben. Und wir sehen es auch hier wieder, da ist dann hier wieder eine Welle. Da gibt es also ein Plateau. Und wenn man das hier nicht erreicht, auf der anderen Seite hat man natürlich, wenn man auf der linken Seite liegt, ja, einen kurzen Bergabschlag aus dem Rough. Das ist natürlich auch ganz, ganz übel. Das will man eigentlich nicht haben. Okay, wir versuchen es mit diesem Schlag. Im Äußersten wird er halt vorne im Bunker liegen. Ja, ein bisschen mehr Power hätte vielleicht... Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. So, close. Bisschen berghoch. Close. So, nachdem wir diese super Annäherung gespielt haben, sollten wir uns eigentlich mit einem Birdie belohnen. Darf man nicht unterschätzen, dieses Break. Der rollt schon ein bisschen rüber. Return southward as we arrive at the 320-yard par 4 14. This one's known as Bunker Hill, and for good reason. A total of 6 bunkers needing to be navigated from tee to green. This is maybe the biggest risk-reward hole on the entire course. Ja, kein Wunder, dass der Bunker Hill heißt. Ist aber auch nur 312 Yards lang vom Prinzip und ist ein Par 4. Also auch hier wieder das Thema, ja, Course Management oder letztendlich auch, wie spielt man diese Bahnen? Und ihr habt es jetzt gerade an Par 5 gesehen. Wir sind also von vornherein nicht davon ausgegangen, dass wir mit dem zweiten das Grün erreichen. Also muss man ja auch keine Gewaltschläge machen. Und da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Power Drive. Natürlich hätte man es versuchen können, mit dem Power Drive hier über den Creek rüberzukommen. Aber wenn man dann halt dann zu weit links und rechts
streut und auf die Länge macht ja dann 3-4 Grad Streuung ja noch mehr aus, dann ist einem auch nicht geholfen, wenn man dann im Rough liegt oder wenn man im Bunker liegt oder man liegt unterm Baum und hat keinen freien Weg. Und ihr müsst immer daran denken, diese kurz gemähte Fläche hier zwischen dem Abschlag und dem Grün heißt ja nicht umsonst Fairway, weil wir hier einfach eigentlich immer die beste Ausgangslage haben für vernünftige, kontrollierte Schläge. Und deswegen bin ich auch hier ein Freund davon, einfach normale Bälle schlagen ohne großes Risiko und dann einfach versuchen, mit dem Pitch oder mit dem Annäherungsschlag gut aufs Grün zu kommen. Natürlich richtig ist, wenn man dann den Schlag, ich sage mal, verhunzt, dann kommt man natürlich ein bisschen unter Druck, mit dem vierten Schlag eben gut an den Stock zu kommen, weil man dann nur einen Putt hat. Aber auf der anderen Seite haben wir uns ja, wie gesagt, gerade eben mit dem Birdie belohnt. Und das Gleiche wollen wir jetzt auch wieder hier versuchen. Und deswegen muss man jetzt hier nicht unbedingt hier dazwischen reinspielen, ist meiner Meinung nach, sondern wir werden den jetzt hier mit dem Hybrid, es geht ja sowieso berghoch. Ja, da haben wir 100 Yards. Wenn wir den hier mit dem Eisen 4 hinschlagen, haben wir 100 Yards. Und mit dem Eisen 4 sollten wir ja wohl hoffentlich das Fairway treffen. Und der Vorteil ist auch übrigens, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn wir im Flachen unten sind, dann ist es auch etwas leichter zu spielen, als wenn wir hangauf liegen, was uns natürlich zwar hilft, den Ball in die Luft zu bekommen, aber auch dann müssen wir immer damit berechnen, dass wir dann eigentlich einen anderen Schläger nehmen müssen. So, okay, das passt. Ja, und da liegen wir, glaube ich, ganz gut. Ja, ist natürlich jetzt so ein Punkt, ne? Die Fahne steckt natürlich hier. Man sieht übrigens, hier nebendran ist der Abschlag von der nächsten Bahn. So, ja, mit dem 60er, ups, falsch. Mit dem 60er kommen wir da nicht hoch. Das glaube ich nicht. So, das Ganze geht auch dann ziemlich hier nach vorne runter zum Stock. Wir haben auch noch Gegenwind. Okay, da bietet uns sowieso ein Finesse-Schlag an. Das heißt, mit wenig Spin eigentlich. Ja, ist klar. Man sieht es natürlich hier, die False Front. Ne? Also, wenn der, dann rollt er hier runter. Und dann hat man da einen ganz schönen Bunkerschlag nach oben. Mhm. Wir werden es mit diesem Schlag probieren. 54er Wedge müsste eigentlich auch Spin kriegen. Und wenn das hier noch ein bisschen runter geht, dann müsste der ziehen. Nee, das war er dann gar nicht. Und da schüttelt er zurecht den Kopf, beziehungsweise kratzt sich am Kopf. So. Ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder einen schön hohen Schlag machen. Wir werden mal den Blas probieren. Der wird ja auch ein bisschen rollen. Und der müsste dann wieder zurückrollen. Ja, versuchen wir es mal. Aber wir werden definitiv den Ball ganz hoch anspielen. Ja, noch ein bisschen zurück. Oha, das war deutlich zu wenig. Ja, ist klar, natürlich. Wir haben jetzt wieder den Höhenunterschied nicht mit eingerechnet. Ich habe natürlich wieder flach gerechnet. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, was wir zaubern können mit diesem Chip. Fünf Yards. Gehen wir mal auf halbe Distanz. Sonst rollt er uns gar nicht ins Loch. Ja, das war auch wieder zu schwach. Schade, schade, schade. Maybe more than a little. And it is definitely outside the leather. So, es geht bergauf. Oh yeah, really well done there. That was definitely more than a knee knocker, but it is in for bogey.
Okay, da sieht man ein bisschen, ich glaube, neue Animationen. Even with a short iron in hand, this is an intimidating tee shot as players will need to locate this plateaued postage stamp green or suffer the consequences. So, diesmal ist unser Plan ein bisschen in die Hose gegangen, was natürlich auch daran lag, dass einfach der zweite Schlag deutlich zu kurz war und auch der Bunkerschlag haben wir uns ein bisschen verrechnet bzw. nicht mitgedacht, dass es den Berg hochgeht. Das sind eben diese tiefen Bunker, da muss man natürlich dann auch ordentlich mit hochgehen. So, soll uns aber jetzt nicht weiter stören, denn es ist ja wie gesagt eine Einspielrunde. Wir wollen den Platz spielen, wollen ein bisschen Erfahrung sammeln. Und Eisen 8, 9 Fuß nach unten. Das heißt, eigentlich können wir den hier so kurz spielen. Der Wind kommt von links. Ja. Eisen 8. Und ein bisschen hoch spielen. Der sollte doch liegen bleiben. Oh, rollt ein bisschen rechts weg. Sensible play there, right in the middle of the green. A look at birdie here at 15. Yeah, and over a putt like this, you really got to trust the fact you've banked the practice, you trust the process and certainly trust the line. Ja, da haben wir eine ganz schöne Welle, da geht's schon ein bisschen hoch. Am Anfang ist es ein bisschen nach links, aber oben geht er dann dramatisch nach rechts. So, vor allen Dingen, wenn er dann langsamer wird, weil wir erstmal den Hügel hier hoch müssen und dann rollt er richtig eigentlich nach links runter. Würde ich jetzt einfach so vermuten. Bisschen noch mehr. So, und jetzt müsste er richtig nach links. Okay. Yep. Naja, so schlecht war der Putt nicht. Dankeschön. So, nochmal schauen. Ja, das ist fast eben. Das ist fast eben. Zack, zack, zack. Linke Lochkante. Okay, that's finished off for a par. The final three-hole stretch here at Oak Hills East Course begins with the 460-yard par 4 16. It's been opened up recently with trees removed down the right side, but in their place, a couple of bunkers that need to be avoided at all costs. So, 452 Yards, ein Par 4, ist eigentlich jetzt mehr oder weniger eine Standardlänge. Es geht sogar deutlich bergab. Deswegen werden wir den jetzt hier mit einem Draw Richtung Bunker jagen, damit er uns dann ein bisschen links den Hang runterläuft auf die 150. So wäre jetzt der Plan. So, ein bisschen wieder zurück. Und auf geht's. Ja, das passt soweit. Und jetzt hier noch ein bisschen die Welle mitnehmen. 264 Yards in der Luft. Ach, am Schluss nochmal 30 Yards dazu. 294 total. 161 jetzt bis zum Grün, beziehungsweise bis zum Stock. Oha, jetzt sehe ich gerade, wir müssen da... Oh, ja, ich hoffe, dass der nicht zu sehr ins Spiel kommt. Wie gesagt, es geht bergab. Eisen 8. Wenn es bergab geht, wird der Schlag eigentlich etwas länger. Der bietet mir ein Eisen 8 an, weil es noch Gegenwind hat. Kürzer kann ich nicht. Das Eisen 9. Wir werden das Eisen 8 spielen, aber ziemlich hoch. Das bringt uns bestimmt 5, 6 Yards und dann sollte doch auch schnell zum Liegen kommen. So ein bisschen jetzt in der Schwungbahn verdreht. Ja, die Länge wäre wohl gut gewesen, aber wir sind ein bisschen zu weit rüber. Das sieht man an der Schwungbahn. A little away.
And this certainly would be a bonus if it goes in. You just need to make sure you get it there and give yourself a chance. Never up, never in. So. Ja, ist natürlich wieder ein ganz schönes Break. Ein ganz schönes Break und es ist eigentlich Level. Das heißt eben. Ja, da hinten rechts kann er eigentlich nicht wegrollen. Wir gucken aber trotzdem, dass wir ein bisschen links vom Loch bleiben. Oh, der ist flott. Ja, kommt relativ schnell hinterm Loch zum Liegen. Ist okay, 3 Fuß. Müsste ein Meter sein. So, aber jetzt müssen wir natürlich für den Rückputt ein bisschen aufpassen. Geht ein bisschen bergab. Ja. Ja, ist nicht ganz unerheblich, dieses Break. Mitte Loch, so muss es sein. In for a par. Up next comes a test in the par 4 17th hole at 500 yards. This is a par 5 for the members, but for the pros, it's a long par 4. Tee shots here need to favor the right side because anything left can run right through the fairway and take away any hopes of reaching the green in regulation. So, 479 Yards, das ist, ja, geschmeidig. Ihr seht es, von da sind es 200 Yards bis zum Stock. Wir haben aber ein bisschen Rückenwind. Aber es geht auch den Berg hoch. Also jetzt hier über diesen Rücken zu kommen, wird nicht ganz so einfach sein. Wir werden das Ganze trotzdem möglichst low anspielen. Ja, und ein bisschen reinfaden. Okay, die 17. Okay, er bleibt im Fairway, yeah, das ist gut. A nice swing and the result is going to be a tee shot that is set up just fine. So, jetzt haben wir faktisch die kürzeste Bahn genommen, innen durch, in der Innenkurve. So, 196, das bedeutet für uns, sagt jedenfalls unser Caddy, ein Eisen 5. Es ist ein bisschen bergab, ein bisschen bergab. Ja, okay, weil wir hier oben liegen. Ein bisschen Rückenwind. Und das Problem ist eigentlich, dass der Stock hier hinter dem Bunker ist. Also gerade anspielen geht nicht. Eisen 5. Reicht uns das? Ja, idealerweise wird man dann halt schauen, dass der hier vorne aufkommt in der False Front, damit er ein bisschen hochspringt. So. Ja, okay, wir werden den ein kleines bisschen reindrohen. Ja, wo kommt er auf? Na, er kommt auf dem Grün auf und dann nimmt er natürlich nochmal ein bisschen Fahrt auf und rollt übers Grün hinaus. Ah ja, und dann nimmt er nochmal... Ah, und ist gegen den Fuß gerollt, ne? Man hat es gesehen. So, auch hier gilt die Regel... Spielzufall, den Ball spielen, wie er liegt. Also auch das, wenn ihr das mal wissen wollt. Wenn natürlich der Ball von irgendeinem Zuschauer oder ähnliches getroffen wird oder aufgehalten wird. Es gab ja schon Situationen, wo ein Ball tatsächlich dem Zuschauer in die Tasche geflogen ist. Also wie das dann auch geht, habe ich keine Ahnung. Aber dann muss der Zuschauer tatsächlich möglichst an der Stelle stehen bleiben. Dann kommt der Schiedsrichter und dann wird je nachdem vom Schiedsrichter oder so oder vom Spieler der Ball, weil der nächste Punkt ist ja, der Spieler muss ja erstmal seinen Ball identifizieren. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und dann muss er erstmal schauen, ob das überhaupt sein Ball ist. Und dann wird eben an der Stelle der Ball, ich weiß gar nicht, gelegt oder gedroppt. Ich vermute eher gedroppt, an dem dann sozusagen der Zuschauer stand. Und ist eine spannende Geschichte. Also wenn ich es richtig weiß, ist es so, dass dann gedroppt wird. Ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall hier die Situation, auch mit den Zuschauern drumherum. Wenn jetzt also der Zuschauer wird mit dem Ball getroffen, am Bein, am Schuh oder so, dann da, wo der Ball liegen bleibt, da wird auch gespielt. Also nicht da, wo er hingeflogen wäre, theoretisch, sondern da, wo er liegen bleibt.
Und das nennt sich dann mehr oder weniger dann im Spiel Zufall. So, jetzt wollen wir hier nichts mehr dem Zufall überlassen nach Möglichkeit, sondern wir müssen pitchen. Das sind 30 Yards. Und das Problem ist, dass wir erstmal hier hoch müssen und dann geht's hier runter. Und dann geht's hier runter. Ja. Da müssen wir hin und dann ist es auch wieder so eine Welle, wo der Ball, und da haben wir aber, da haben wir dann eine schöne, ja, kleine Welle hier hinter dem Grün, hinter dem Stock. Das seht ihr an dem Roten. Das heißt, dass er da auch ein bisschen hält. Solange wir den Ball auf die Linie bringen, Richtung Stock. Okay. So, 30. Wir müssen wieder dran denken diesmal, dass wir wieder hochspielen müssen. Ein Fuß. 30, 22. Ja, wir müssen eigentlich dahin. Da nimmt er aber nicht mehr so viel an. Okay. Okay. Der dürfte... Das habe ich jetzt nicht gesehen. Augenblick mal. Ja, gut, da vorne, wenn er in den Hang reingeht, geht er nach links. Okay. So. Und wieder hoch anspielen. Ja, geht sofort nach links. Aber an der Stelle bricht er ein bisschen nach rechts. Und ich denke, mit der Länge können wir mehr als zufrieden sein. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Sat down fairly quick as well. Good shot. So, und da haben wir es dann auch wieder gesehen, die neue Kamerafunktion, eben dann bei Bällen, die gut an den Stock kommen oder ans Loch kommen, dann, dass da rangezoomt wird, um da ein bisschen eben, ja, den Fokus dann auf diese gute Balllage zu bringen. So, damit können wir zufrieden sein im Moment. 4 unter Par. East course is everything you want in a finishing hole. A par 4 at 490 yards. It's a gentle dogleg right with 3 bunkers added to give those trying to cut the corner something to think about. From there, it's a classic finishing approach shot to a green protected by 4 bunkers and watched over by the classic Tudor clubhouse above. So, okay. Letzte Bahn, Oak Hill Country Club. Und auch hier das Besondere natürlich, das erhöhte Grün mit einigen Bunkern. Wir müssen uns wieder Gedanken machen, wie wir das am geschicktesten anstellen. Ja, wir sollten definitiv von den Bunkern wegbleiben. Es geht aber den Berg runter. 275, dann haben wir noch 180, 190. Ja, das ist jetzt genau das Thema. Wenn man hier jetzt natürlich möglichst nah rankommt, kann man auch mit einem hohen Schlag gut den Ball auf dem Grün zum Liegen bringen. Mit einem Eisen 6 oder 5 wird es dann schon wieder alles sehr, sehr schwierig. Es geht bergab, deswegen wieder flach. Wir schießen den flach da raus. So, der müsste ein bisschen nach rechts springen. 271 Yards, das ist eine gute Entfernung, Carry. Yep, 307. Eisen 6. Ja, wir müssen, wie gesagt, den Berg hoch. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Approach hat er eigentlich ein bisschen mehr Spin, müsste er besser. Nee. Nee, hat er weniger. Oh Mann. Was haben wir denn sonst noch? Knockdown, Punch. Nee, das ist alles uninteressant. So, dann würde er normalerweise ein Eisen mehr. Okay, es geht hier dann runter. Also ich will hier safe aufs Grün kommen. Und dann müsste er das eigentlich mit diesem hier machen. Ja, geht ein bisschen nach rechts, oder? Ja, okay, rennt hinten raus. Das war zu befürchten. Ja, aber hätten wir den höher angespielt, wären wir, glaube ich, gar nicht aufs Grün gekommen. Mhm. So, zack, 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 zack. Okay.
Jetzt ist die Frage, da hat es wieder eine Stelle, eine ganz böse hier. So. Ja, bisschen ran. So, hier. Ja, hier ungefähr, da hat es, glaube ich, eine rote Stelle gehabt. Das heißt, da haben wir ein bisschen Speed. Die Frage ist, versuchen wir es mit einem Lobshot. Chippen wir den dahin, dass er runterrollt, weil es geht halt hier generell bergab. Das heißt, wenn der hier Speed kriegt, dann ist es schwierig, den zum Liegen zu bringen. Ja, ja, wir laufen Gefahr, dass der uns vom Grün runterrollt. Ich überlege gerade, zumal das ja auch noch rechts rüber geht, beziehungsweise von rechts nach links geht, dann müsste man den sowieso hier reinspielen, damit er die Kurve runterrollt. Okay. Ein Pitch. Ja, in Chippen, dann verhungert er. Und es ist wirklich alles ein bisschen schwer einzuschätzen. Der Flopshot. Long Flopshot. Zwei Fuß nach unten, da müssen wir eigentlich deutlich kürzer sein. Da geht aber rechts, nach links. So. Naja gut, Pin High. Aber das wird jetzt natürlich kein einfacher Putt, glaube ich, weil wir putten zwar berghoch, aber er wird auch nach links. Ja, es geht, es geht, es geht. Der Putt ist machbar. Allerdings ein bisschen mehr als rechte Lochkante. Der Putt ist machbar. Okay, a good putt, able to save par here at 18, and that will finish off a sterling 66. Frank, they gave us a great show today. No, they certainly did. Course played well. You got what you deserved out there. Some outstanding performances, and for our entire team, I'm Rich Lerner, saying so long for now. So, das war unsere Einspielrunde 18 Loch Stroke Play Oak Hill Country Club, wo jetzt dieses Wochenende die PGA Championship stattfindet. Neuer Platz hier in EA Sports PGA Tour. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es war interessant. Ich finde es einen spannenden, interessanten Platz. Wie gesagt, sehr häufig mit diesen erhöhten Grüns, die keinen Kontakt zum Fairway haben, mit einigen Bunkern. Und das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoll auf jeden Fall. Wir können definitiv, glaube ich, mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Ein paar 70, deswegen hier zweimal die 35. Wir haben praktisch auf beiden vorne und hinten 33, zwei unter Paar gespielt. Ein Bogey war leider dabei, da haben wir uns bös verschätzt. Minus 4, das Gesamtergebnis. Ich schaue mal ganz kurz in die Quests, weil da war, glaube ich, noch ein Quest. Ich schaue mal nach. Hier muss ich noch ein Daily Tournament machen und das werde ich auf jeden Fall machen. Okay, das sieht man, das sieht auch ein bisschen anders jetzt, glaube ich, aus hier. Okay, Freunde, wir schauen aber jetzt im Menü. Wir gehen mal raus und schauen mal, was wir da gewonnen haben, beziehungsweise wie viele Punkte wir gemacht haben an der Stelle. Mit unserem Quick Play Stroke Play. Das werden wieder um die 19.000 XP sein. Uns fehlt noch ein bisschen was, um auf 38 uns zu leveln und wieder zwei zusätzliche Skill Points. Ich glaube, da habe ich letztens mal auch aus Versehen wieder Reward Points. Aber das mit den Points, da muss ich echt immer ein bisschen aufpassen, was da Sache ist. Also es geht hier natürlich um die Skill Points, um unseren Spieler dann zu leveln, wenn wir hier das nächste Level 38 erreicht haben. So, Freunde, das soll es also gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich wünsche euch allen auch viel, viel Spaß, wer sich die PGA Championship ansieht im Fernsehen. Ja, bis dann. Ich sage recht schönen Dank und wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal.